Yeah, I've got the second best title in the world. There's a guy. Also, ich habe den zweitbesten Titel der Welt. Da ist ein Mensch, der hat. But I get invited to more Naturmuseum. Well, thanks all to you all for coming and for the opportunity to put our heads in the same space around food and literature and agritech. Es gibt thanks for the introduction. Yeah, I'm a literary critic and it's great to be able to bring literary criticism und, and technical ethics together at the Congress. And one of the things I've noticed about hier auf dem Kongress auch damit. Is that solutions often seem to present themselves at the intersections of different kinds of knowledge and practices. So I'm going to be talking about how the arts engage ethically. Also ich werde darüber sprechen, wie die Künste sich auf die Technologisierung der Ernährung anwenden lassen. Das ist ein interdisziplinärer Talk. Poems and paintings are, you know, sort of computational machines for working out social policy. Because that would be crazy, right? Ich werde, if I'm not willfully misunderstanding Joscha's excellent talk on the computational universe, it seems that a likely candidate for the substrate of consciousness is the noumenal, you know, the realm of ideas. And that's precisely where art and literature lives. Das ist genau, wo Art und Literatur lebt. Es ist der ideale Platz, um tiefe Dinge, Gedanken zu prozessieren über Essen und die Kultur darum. Der englische Poet George Crabbe beschreibt eine Realität mit ungleicher Verteilung von Essen. Also, wenn viele lächeln, dann lächeln sie nur für wenige. Also, das ist ein Zitat von ihm, das kann ich leider nicht gut übersetzen. In 2014 haben fast eine Million Menschen Nahrungsknappheit. Es gibt eine erstaunliche neue Menge an Möglichkeiten online. Und eine Partei in UK hat etwas verkündet. Went not to the hungry, but straight to landfill or the incinerator. Das Problem ist nicht der Hunger, sondern Entschuldigung, das habe ich nicht. We can play with the idea of regs that might stop them from doing it. But actually, there is another layer of debate underneath that. Aber da gibt es noch eine andere Ebene der Diskussion, die darunter liegt. Nicht the new socialization of hunger, sondern auch die Sozialisation von Hunger. Und es ist die unvermeidliche Folge von Arm sein und hat dadurch tiefe Routen in der Kapitalismus. That's the European Parliament. The UN adopts a rather more conceptualized position, seeing tech as the key link between humans and nature. Also Technologie ist die Schlüsselverbindung zwischen Menschen und Natur. Ein anderer Literaturkritiker, Kollege, eine Planetenforscherin, haben ein Buch geschrieben und sie beschreiben diese Verbindung der Verarbeitung durch Technik. Und es gibt hier einen geteilten Raum, einen Vorstellungsraum, den Sie beschreiben. Es ist ein sehr komplexes Problem. Und das hat mit Klimawandel, mit den Märkten und vielen anderen Dingen zu tun. Und wir müssen dafür verschiedene Disziplinen zusammenbringen, also die Forscher und die Verteilungsleute und Schreiber, also Literatur. Rescue some of our canonical authors from the heritage industry. Authors who were once sharply critical of orthodox power have been repackaged
Autoren, die früher sehr kritisch über die Gesellschaft waren, sind heute als nationale Künstler neu dargestellt worden. Und als Unterstützung von Dingen benutzt, die sie früher kritisiert haben. Viele von unseren besten Künstlern und Schreibern waren früher Kritiker der Ernährung. Schauen wir uns William Shakespeare an. Also der taucht auch heute noch in der Zeitung auf mit Forschung über Shakespeare. Und wir schauen uns Shakespeares Repräsentation von Essen an, von Nahrung. Wir finden, das ist ein gutes Bild, was dort in den Medien transportiert wird. Und er kümmerte sich um abstrakte Themen wie Liebe, andere Dinge und auch Neid. This is his funerary monument in Stratford. Das ist sein Monument von bei der Beerdigung. Poised pregnantly, quill in hand above a velvet writing cushion, complete with golden tassels. But actually, this isn't the original version of the monument. Dies ist nicht die originale Version von dem Bild. Reputation as a national poet. Sondern basiert auf der schon damals steigenden Reputation als nationaler Künstler. Und deshalb wurde er als anderer Mensch dargestellt. Und das originale Bild stellte ihn dar als Steuerhinterzieher. Shakespeare hoarded in that all-important piece of agritech a barn. Und zum Zeiten einer Hungersnot sammelt er alle Agrartechnologien einer Scheune. Oops. Say that again. He was prosecuted for it. Und wurde dafür, um es damit zu helfen, und er wurde dafür verfolgt. A sack of corn. And those golden tassels are actually diese goldenen Kissen, dieses goldene Kissen wurde. Maybe it won't surprise you then to know that references to food prices and the society. Ist ein Symbol für seine, also er beschreibt da, dass es ein Symbol ist für seine seine Taten. But let's consider these themes first in a contemporary novel. Nun schauen wir uns diese Entwicklung unter einer heutigen Perspektive an. Das Buch von Daniel Suarez, Darknet. Das erschien ein Jahr nach seinem ersten Buch. Has unleashed a bot on the world's multinationals, including eine Zusammenhänge von Monsanto und internationalen Unternehmen aufgedeckt. Suarez ist ein Technologieanwender, Consultant. Und er beschäftigt sich mit Energieabhängigkeit auch. Die nächste Folie hat meine Tochter gemacht. Der Bauer Fossen, der Farmer Fossen. Diese Farm zeigt eine Darstellung einer Farm in dem Darknet. Alle Farmarbeiter sind in dem Feld und sind sichtbar zu allen, die Darknet Brillen tragen, also die Zeichen über den Köpfen. Liest ja hier eine Passage vor. Ich werde mal versuchen, ein paar Stichworte, werde versuchen, das zusammenzufassen. Also, es geht hier um ein D-Space, ein 3D-Objekte. It's all an integrated, sustainable system.
Also es gibt eine Fülle von Nahrung. I'd like to live there, right in that slide. Und but technology isn't the answer, and the novel seems to know it. It's not. Es ist ein System der regionalen Energieversorgung. Ich würde gerne in dieser Folie leben, aber das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Dann gibt es dann noch den Antihelden Loki Stormbringer, der jeden verfolgt, der diese Vision nicht unterstützt. Die auf beiden Seiten einer ethischen Grenze lebt. Agrarian utopia isn't fanciful. Much of the tech's already with us, or it's emergent. Also viele dieser Attacken gibt's heute schon, die sind nicht fantasiert. Zum Beispiel Käse mit menschlichen Bakterien. Phenotypes linked to sustainable animal productivity. Drohnen, die den Nitrogenstand in Feldern überwachen. MIT hat ein Open Source AI Projekt. Es gibt fantastische Forschung über Agrikulturroboter. Und es gibt ein Beispiel hier, ein Agrikulturroboter von rather than forcing farmers to plant in straight lines to suit older machinery. And these robots spray only the part of a field that's actually infected with disease rather than the whole field. Und diese Roboter verteilen Insektizide und sie sind so programmiert, dass sie nur in den Bereichen Insektizide verteilen, die auch tatsächlich betroffen sind und nicht wie in einer klassischen Weise auf dem ganzen Feld. Und sie benutzen zum Beispiel spektrale Analyse, um die Bereiche der Infektion zu erkennen. Und hier ist hochauflösende Metabolismus analysierende Technologie gezeigt. Das ist eine Brave New World, die die Nahrungssicherheit, aber auch den Zugang zu Nahrung verbessert. Aber in dieser Geschichte zeigt auch viel Angst über diese Technologie, die verbreitet wird. Und es zeigt die Verbindung zwischen Kunst und der landwirtschaftlichen Welt. Hier ein Bild von John Constable, der Heuwagen. Und dieser Heuwagen ist ein weltbekanntes Bild. Es ist scheinbar eine ruhige Repräsentation. Also die Zeit scheint sehr ruhig zu sein dort. It's been the target of subversion. Aber das ist nur ein Eindruck. Es ist tatsächlich eine Repräsentation für Subversion, subversive Attacken. Also hat John Constable hier quasi ein Hack. On the canvas. But ironically, we've lost the ability to perceive the painting's own radical politics. So let's look more closely. Schauen wir uns das genauer an. Also wir sehen einen Heuwagen, der gerade der umgeladen ist. Also damals die Agri-Roboter heute und damals der Heuwagen. And it's making more or less exactly the same point. Dieses Bild ist genauso radikal wie der Roman zuvor. Definitely not out of mind. And it's actually the key to the nexus of social, political and economic energy that's been coded into this famous canvas.
Also wir haben hier eine große Zusammenfassung von politischen und ökonomischen Zusammenhängen, die in dem Bild enkodiert sind. Wir haben hier einen Sohn eines Müllers und es ist das Feld seines Vaters, das wir in dem Bild sehen. Und die Rolle der Kunst in diesem Bild Lass uns dazu mal betrachten, was uns das Gemälde eigentlich erzählen möchte. Alles, was uns von diesen Handys und Elektronik erzählt wurde, ist eigentlich falsch. Und dass der, wenn man genau hinguckt, steht der Heuwagen in dem Wasser. Das ist nicht ethisch dargestellt, sondern es sieht so aus, als ob es in dem Fluss stecken geblieben ist. Und damit hat er den Heuwagen in einer ungewöhnlich nassen und regenreichen Zeit gemalt, die ein großes Problem für die Bauern waren. Also wenn man schaut, genau hinschaut, dann realisiert man, dass es einen zweiten Heuwagen gibt. Er ist weiter rechts, sehr klein. Und dieser hier ist jetzt geladen. Und das Prinzip des Bildes ist der dynamische Prozess, nicht Stillstand. Also wir wissen nicht, wo er hinfährt oder wo er herkommt. Die Repräsentation beschreibt die Wassermühle von seinem Vater. Also das Stück Technologie, das hier man nicht sehen kann, das ist eine Technologie, also er beschreibt hier die Technologie der Scheune, wenn ich ihn richtig verstehe. Und es geht um Märkte und Preisindexe. Und diese Zeit war die erste Zeit, in der Technologie einen Einschlag hatte. Dieses Bild ist nicht so viel Kunst, sondern es ist ein Beweis für uns aus dieser Zeit. Wir haben vielleicht keinen Loki Stormbringer, also keinen Bösewicht. It was the haymakers and wagoners' responsibility to get the crop in dry. So this isn't a mythic field, it's not timeless. It's not a patriotic image of old England with a sentimental. Es ist nicht ein patriotisches Bild von dem alten England. Mit dem stecken gebliebenen Wagen in dem Fluss. Sondern es beschreibt die bäuerliche, marktliche Situation und wie die ganze Arbeiter und die ganze Gemeinschaft ausgenutzt worden ist durch diesen dargestellten Mechanismus. Und in dieser Gegend, da konnte man viele Heuwagen brennen sehen und da waren die Brot- und Blutaufstände, die... So the longitudinal story then that art and literature is telling us is unambiguous. Also ist hier die Geschichte, die uns von Kunst und Landwirtschaft erzählt wird, zweideutig.
Und auf jeden Fall sollen wir die Technologie erhöhen, um den Einfluss auf die Landwirtschaft zu erhöhen. What William Gibson's new novel The Periphery calls with infinite irony, also, the jackpot. Beschreibt der William Gibson's neue Novelle. Und es gibt hier Korn, Kapital und Klima, die Thema sind. Die Alternative ist keine schöne und sie passiert. Also das ist die kanonische, also die generelle Antwort auf Essensknappheit ist Aufstand. Also wie in der Novelle, die wir am Anfang gesehen haben. Führt diese Reichtum zu Nahrungsspenden. In 2012, London experienced a week of riots. In 2012 hat London eine Woche von Aufständen erlebt. Wurde in den Medien als sinnlose Gewalt präsentiert. In fact, the first shop to be looted wasn't a warehouse, it wasn't a designer bag outlet. It was the Clarence convenience store. Der erste Laden, der geplündert wurde, war nicht ein großer Laden, sondern ein kleiner Laden, wo die Diebe über die Theke gestiegen sind, um Schokoladenriegel und Ähnliches zu klauen. Die sogenannte Ernährungspreis Index Aufstände Theorie measures the monthly charge change in international prices of a basket of food, and basically if that goes above 210 you get riots across. Also hier geht es jetzt darum, dass wenn ein bestimmter Nahrungsindex über 210 Dollar steigt, dass es dann Aufstände gibt, wie zum Beispiel in Mexiko die sogenannten Tortilla Aufstände. Also map neatly onto these spikes. And prices of staples and commodities are projected by the FAO's own figures to rise by 40% over the coming decade. So to conclude then, we're not facing food. Um zusammenzufassen, wir haben nicht das Problem der Essenskrise zum ersten Mal, wie ich beschrieben habe, weil also Literatur und Kunst hat schon viele Momente beschrieben. Also Shakespeares Spiel Coriolanus, much as Shakespeare withheld corn in the Stratford area, to Suzanne Collins's Hunger Games Trilogy. Bis zu Susan Games, Hunger Games, was wir heute haben. Lass uns damit zusammenfassen. It must be very fragile if a handful of berries can bring it down. But the fact is, political and power systems have often been challenged or overturned. Ein Zitat von Katniss Everdeen. Dass etwas sehr schwach sein muss, wenn es von nur einigen Bären umgeworfen werden kann. Great. Then let's start with a question from the internet. No, so sorry. That wasn't my signal angel. My bad. Thank you. Very interesting. I would like to ask you. Ich würde gerne fragen. Ich mache einige Forschung in der Vorgeschichte der Nahrungsherstellung. Also, wir haben angefangen 1380. Dann haben wir angefangen, in kanonische Kunst zu schauen. Fängt man an, viele interessante Dinge zu sehen. Und der Grund, warum wir in die Vorgeschichte gehen, ist, dass es sehr interessante Einsichten geben kann. Und dann sehen wir, was das für Einflüsse hat auf agrikulturelle Technik. Also
Capitalism of the 21st Century. He says it's utopian. Also es gibt ein Zitat, ein Typ, der sagt, es ist utopisch, dass man das Problem des Reichtums nur betrachtet. Also man kann das Problem nicht durch Steuern lösen. Dann bewegt sich das Problem einfach an eine andere Stelle. Die eigentliche Herausforderung ist, dass man die richtigen Konditionen herstellen muss. Man muss sagen. Literaturkritik bringt hier. Sorry. Yes, thank you. Beautiful talk. And since I'm writing a book on Barnes. Da ich ein Buch über Scheunen schreibe, können Sie mir vielleicht mit zwei Fragen helfen. Wie alt sind Scheunen? Wann sind sie zum ersten Mal erschienen? Und meine zweite Frage ist, und wie du hier Scheunen beschrieben hast, sind sie ein Zwischenbereich zwischen der Landwirtschaft und dem Markt. Und deshalb unterscheide ich zwischen Scheunen und Lagerhäuser, da Scheunen nicht richtige Lagerhäuser sind. Also, ich frage mich, was Ihre Position in Bezug auf die Scheune in der Geschichte ist. Gute Frage. Also ich denke, Sie haben recht, wenn Sie das trennen. Und ich denke, Lagerhäuser haben mit Import zu tun und Export. Yeah, I mean, you know, great, we need to do that. I mean, ich denke, das ist ein guter Ansatz. Wir haben nicht nur auf den physikalischen Raum der Scheune, sondern eher die Scheune als Konzept betrachtet. Und das hat dann den Markt als Community bezeichnet. Thank you. I have a question. I will try to articulate it well. Probably fail, but with Shakespeare's time and in Shakespeare's Zeit und in der Zeit des Gemäldes, compared to status quo, verglichen mit dem heutigen Zustand, that layer of people between an aristocracy. Dass die Schicht von Peoplen in der Aristokratie und in dem im Adel. Was there a difference in the perception of how close or how far? War ein Unterschied in der Wahrnahme, wie groß dieser Unterschied zwischen Arm und Reich ist? Where would you be reading for expressions of this? Wo würdest du in heutiger Literatur nach Angaben darüber gucken? Eine andere gute Frage. Also, es gab einen Bishop in den 18. Jahrhundert. Das zeigt, wie nah wir an der Klippe waren. Yeah, I think that's my answer to that. Yeah, very das close. Das ist meine Antwort schon. Yeah, I'm sorry, that's gotta be it. Yeah, sorry, signals from the back. No. We just sorry. That wasn't aimed at you at all. I'm so grateful for you to have you here, and let's have a big applause again. And thank you so much. That was very interesting. Also das ist dann der